mal einen guten Tipp für Sie, für alle Hobbyfotografen. Vielleicht haben Sie schon mal in Vergangenheit so mal in der Lade gekramt und das Fotoalbum herausgeholt mit den echten alten Fotos. Vielleicht ist ja sogar das eine oder andere Polaroid-Sofortbild dabei. Wenn Sie nicht so richtig auf Digitalfotografie stehen, sondern lieber noch analog, dann gibt es heute ganz was Besonderes, den ersten Wiener sogenannten Polar Walk, die Sofortbild-Safari. Das wird organisiert vom heimischen Polaroid-Anbieter. Die Teilnehmerinnen haben eine ganz besondere Aufgabe. Veranstalter Thomas Breyer. Also der Ablauf ist so, dass ein Fotoevent mit originalen Polaroid-Kameras ist. Man hat dann 8 Themen, die sind noch streng geheim. Und die Teilnehmerinnen haben dann 6 Stunden Zeit, diese Themen kreativ umzusetzen. Man macht zu jedem Thema ein Foto und reicht am Ende dann 4 Fotos ein. Und das Schöne bei Sofortbild, man muss sich schon vorher Gedanken machen, welches Motiv man fotografiert, da ist nichts mit Löschen und nochmal probieren. Wenn Sie eine eigene Polaroid-Kamera haben, natürlich mitnehmen, aber auch wenn nicht, ausborgen geht natürlich auch. Man kann sich von uns eine ausborgen, man braucht keine Vorerfahrung. Wir haben da einige Möglichkeiten, wie man das auch schneller lernen kann, mit der Kamera umzugehen und ist für eigentlich jedermann und jede Frau. Man muss sich jetzt, wenn man nicht will, auch nicht auf Wien beschränken. Man kann auch ins Umland fahren, aber grundsätzlich, man hat halt nur 6 Stunden Zeit. Ein Fotoevent zum Entschleunigen, nicht schnell, sondern ein bisschen drüber nachdenken, Motiv aussuchen und dann das Sofortbild machen. Bei der ersten Wiener Sofortbild-Safari. Treffpunkt ist im 9. Bezirk, Türkenstraße 23 bei der Firma Polarwalk. Alle Infos gibt es auch bei uns online unter wien.orf.at. Klicken Sie sich durch die Stadt.